Der nächste Sportsprecher ist schon am Weg zum Pult. Es ist Janik Schetti von den NEOS. Sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Was die Grünen betrifft zurzeit, bin ich ein bisschen ambivalent. Gestern, glaube ich, habe ich mich das erste Mal nicht mehr über die Grünen geärgert, sondern einfach nur Mitleid gehabt. Ich glaube, so von dem Koalitionspartner behandelt zu werden, hat in der Öffentlichkeit gedemütigt zu werden, hat, glaube ich, keine Partei verdient. Aber in solchen Momenten hilft es dann wieder, wenn man sich erinnert, wie die Grünen in dem letzten Jahr in allen Ausschüssen, überall, was die parlamentarische Usance betrifft, den Stil der ÖVP 1:1 übernommen hat. Und das betrifft ja auch den Sportausschuss. Und dann weicht das Mitleid auch wieder dem Ärger und der Enttäuschung. Wir diskutieren hier nämlich Anträge aus dem Sportausschuss. Und lassen Sie mich vielleicht zu Beginn was Grundsätzliches zum Sportausschuss sagen. Das ist eh schon angesprochen worden von den Kollegen und von der Kollegin von der FPÖ. Der Sportausschuss, der erste Sportausschuss dieser Gesetzgebungsperiode, fand am 26. November 2020 statt. Also mehr als ein Jahr nach der Angelobung. Ein Jahr nach der Angelobung, das hat es in den letzten Jahrzehnten in dieser Form überhaupt nicht gegeben. Und gerade jetzt in diesem Jahr, wo wir während der Corona-Krise so dringend einen Sportausschuss benötigt hätten, so dringend Maßnahmen für den Sport diskutieren hätten müssen. Und wir als Opposition haben gemeinsam schon im Sommer gefordert, eine Sitzung des Sportausschusses einzuberufen. Die Regierung ist dem nicht nachgekommen und das unter einem grünen Sportminister, unter einer grünen Vorsitzführung, so spät, als ein Sportausschuss einberufen wurde. Das halte ich wirklich für ein Armutszeugnis. Und dann im Ausschuss wurden von 8 Anträgen der Opposition alle 8 Anträge vertagt oder abgelehnt. Ich nenne sowas Arbeitsverweigerung. Und ich weiß, für viele länger dienende Abgeordnete hier ist es mittlerweile eh schon selbstverständlich, dass man so umgeht. Ich möchte Ihnen sagen, ich finde das wirklich empörend. Wir alle erhalten hier wirklich viel Geld für diese Tätigkeit. Jeder und jede von uns mehr als 9.000 Euro pro Monat, und zwar fürs Hackeln und nicht, dass wir als Vertagungsmaschinen der Regierung fungieren. Und nun vielleicht zu den Anträgen, die hier diskutiert werden und vorliegen. Wir befinden uns seit mehr als einem Jahr seit knapp einem Jahr in dieser Gesundheitskrise, und der Sport ist einer der Bereiche, auch das ist heute schon mehrfach gefallen, die mitunter am stärksten und am härtesten von den Schließungen betroffen sind. Für viele Menschen ist Sport ihr Beruf, sei es für Profisportler oder für Sportkursanbieter. Für viele ist ein wichtiger Fixpunkt und Ausgleich zum Berufsleben, für andere ein sozialer Treffpunkt. Andere wiederum sind aus gesundheitlichen Gründen schlichtweg auf eine regelmäßige körperliche Bewegung angewiesen. Und umso bedauerlicher ist es für uns alle, die schweren Einschnitte im Zuge der Corona-Krise ertragen zu müssen, da ja gerade der Sport auch ein guter Ausgleich wäre zu dem Lockdown, zu den Einschränkungen, die wir ertragen müssen. Wir haben es aber mitgetragen, die Einschränkungen im Sport, weil wir es für notwendig erachtet haben, sowohl beim ersten Lockdown als auch beim zweiten Lockdown. Was aber nicht notwendig war, Herr Bundesminister, und das muss ich Ihnen auch mit Nachdruck mitgeben, war die Planlosigkeit und die mangelnde Vorbereitung, mit der Sie in den Herbst gestartet sind. Die Planungssicherheit hat über lange Zeit hinweg gefehlt. Gesundheitsministerium und Sportministerium haben Unterschiedliches kommuniziert. Der Sommer wurde verschlafen, statt an Sicherheitskonzepten zu arbeiten, und unterschiedliche Infektionsverläufe und anhand der unterschiedlichen Infektionsverläufe maßgeschneiderte Maßnahmen zu erarbeiten. Ich möchte vielleicht noch kurz sagen, weil ich danach nicht spreche, zum Tagesordnungspunkt, der jetzt folgt, dass wir auch sowohl diesen Antrag hier unter diesem Tagesordnungspunkt, aber auch die Initiative zu E-Sports begrüßen, wenn wir es auch ein bisschen eigenartig halten, dass man sich selber zu etwas auffordert, wo man ja selber eigentlich in der Regierung ist und sich im Minister das umsetzen können. Vielleicht abschließend noch mal kurz zu Corona. Wir haben als Opposition von Anfang an Verbesserungen eingemahnt, konkret benannt, was die Bundesgärten betrifft, die Sportstätten, die Sportstudios. Und jetzt stehen wir wieder vor der Situation, dass der Sport einem Total-Lockdown unterliegt, voraussichtlich bis 7. Jänner 2021. Und ich bitte Sie, Herr Minister, eindringlich, schaffen Sie jetzt Planungssicherheit, planen Sie voraus für die Zeit nach der zweiten Jännerwoche und kommunizieren Sie nicht erst wieder am 6. Jänner. Vielen Dank. Planlosigkeit und mangelnde Vorbereitung wirft Janik Schetti von der NEOS der Bundesregierung im Bereich Sport vor.